Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zur dritten Folge von The Innsmouth Case. Und wir sind erfolgreich auf der Insel angekommen, haben uns dafür entschieden, als erstes im Hotel einzuchecken, was gewöhnungsbedürftig ist. Sehr runtergekommen, aber wir haben den inneren Schweinehund besiegt und haben uns nicht hingelegt und ausgeruht, sondern wir haben uns frisch gemacht und nehmen unsere Ermittlungsarbeit auf und wir sind als erstes zum Hafen gegangen, wo wir jetzt weitermachen. Der Hafen von Innsmouth ist besser ausgeschildert als das örtliche Krankenhaus. Ob sich ein Krankenhaus hier überhaupt lohnt? Es ist ein halbstündiger Fußmarsch. Ein kilometerlanger Teppich von Pflastersteinen bohrt sich in deine Sohlen. Der Straßenverkehr in Boston ist zwar hektischer, aber immerhin kennt man dort Asphalt. Immer weniger Wohnhäuser flankieren deinen Weg, stattdessen sind es nun zunehmend Lagerhallen, dem Geruch nach vermutlich Fischmärkte oder Handwerksbetriebe. Gestalten in grauen Regenkutten kommen dir entgegen, vermutlich Fischer, die Besorgung erledigen müssen. Hin und wieder in dieser einen Sekunde, an denen ihr nahe aneinander vorbeigeht, erhascht du einen Blick auf die Gesichter, die sich unter den Kapuzen verbergen. Aufgequollene Augen, die dich misstrauisch mustern. Mittlerweile sind ein paar Wolken am Himmel, doch von Regen kann keine Rede sein. Warum vermummen sich alle Fischer so sehr? Ob die wohl einen sechsten Sinn für heranziehende Stürme haben? Die rhythmischen Schläge des Hammers reißen dich aus diesem Gedanken. Es wäre interessant, der Arbeit in einer Werft zuzuschauen, allerdings wird sich die kleine Tabitha hier wohl kaum zum Spielen aufhalten. Schon aus der Ferne kannst du die Mäste der Boote erkennen, die wie eine Reihe Speere in den Himmel ragen. Du gehst eine kleine Straße am Kai entlang, hinter dem sich das Hafenbecken befindet. Seeluft einatmen oder umschauen. Schauen uns um. Der Hafen ist wirklich ein prachtvoller Anblick. Boote in allen Größen und Formen laufen pausenlos aus und ein. Netze werden ausgeleert und die Fische prasseln pausenlos in Kühltruhen hinein. Ladung auf Ladung. Handel wird vor Ort mit Handschlag besiegelt und am Ende einer weiten Landzunge wacht ein riesiger Leuchtturm majestätisch über die Bucht. Diese Aussicht wäre das ideale Postkartenmotiv, wären da nicht die Menschen. Du kennst Seeleute nur aus Filmen und du musst zugeben, dass du gewisse Vorurteile hast. Sie haben wettergegerbte Haut und die Kapitäne sind zu erkennen an gepflegten Bärten. Sie sind entweder schweigsame Gesellen oder trinkfeste Burschen, die Seemannslieder jaulen. Dass sie sich bewegen wie bucklige Gestalten aus einer französischen Kathedrale, ist jedoch neu. Ein Straßenschild ist wenige Meter zu deiner Rechten an einer Weggabelung angebracht. Es deutet weiter nach Norden und hat die Aufschrift Innsmouth Badeparadies. In weiter Entfernung kannst du ein Gebäude erkennen, das wie eine Kirche aussieht. Moment mal. Eine Kirche direkt an der Küste? Wie exzentrisch. Du gehst an den Strand zur Kirche zum Leuchtturm. Ich würde sagen, wir gehen als erstes an den Strand. Da erwarte ich die meisten Leute. Der Strand. Das Gekreische der Möwen, ein endloser weißer, naja, brauner, okay, vielleicht eher grauer Strand. Und das Rauschen der Wellen. Sauberes, naja, potenziell sauberes, denn die Algen sind zu dicht im Wasser. Du wanderst durch den Sand, dem Meer ein wenig näher und bist neugierig auf das, was es hier zu entdecken gibt. Die See ist zwar nicht stürmisch und es herrscht Ebbe, dennoch ist der Strand von Innsmouth wohl kaum das Richtige für Touristen. Er ist einfach zu grau. Nichts verbindest du so sehr mit Urlaub wie das Meer, Fruchtcocktails, Fernsehen und Hotel. Wir nehmen das Meer. Das Meer. Der endlose Ozean, der irgendwo am Horizont in den Himmel übergeht. Der hypnotische Rhythmus der Wellen. Ein Urlaub hier ist sowieso besser als bloß ein weiterer Barbesuch in der Kneipe nebenan. Du nimmst dir vor, in Zukunft öfters mal Tagesausflüge in heruntergekommene Küstendörfer zu wagen. Ein sehr, sehr gutes Vorhaben. Gedanken verloren wanderst du weiter über die Dünen. Jegliche Farben des Meeres und des Strandes scheinen regelrecht verschluckt von den eigenartigen Lichtverhältnissen hier. Du hältst die Hand vor dein Gesicht, deine Haut scheint gräulich und matt. Dennoch fühlst du dich entspannt, das Rauschen des Meeres klärt deinen Geist. Du fühlst eine tiefe Sehnsucht in dir aufsteigen, das Gefühl von Freiheit und innerem Frieden.
bis die Techno-Musik einsetzt. Ein monotoner Beat. Er scheint direkt von der Beachbar zu kommen, die einige hundert Meter weiter von einem Dutzend Menschen umringt ist. Bedenkt man das wechselhafte Wetter, ist das keine wirkliche Überraschung. Was sonst soll man an diesem Strand machen, als billige Cocktails trinken und zu schlechter Musik tanzen? Etwas Merkwürdiges erregt deine Aufmerksamkeit. Eine Art Käfig, vielleicht 4x4 Meter groß, steht mitten im flachen Wasser. Du marschierst zum Käfig oder weiter zur Strandbar? Ich will wissen, was das für ein Käfig ist. Dank der anhaltenden Ebbe ist es dir möglich, dich dem Gerüst weiter zu nähern. Das Meer hat sich weit zurückgezogen und so steht der Käfig wie verloren im Nirgendwo. Für die letzten Meter ziehst du deine Schuhe und Socken aus und krempelst vorsichtshalber die Hosenbeine ein Stück um. Endlich stehst du vor dem Gerüst. Es ist in der Mitte auf etwa 1 Meter Höhe klar geteilt. Der obere Bereich lässt noch das Material, stabiles Metall, erahnen. Darunter sind die Stangen wohl normalerweise in Wasser getaucht. Matschige schwarze Algen sind dort um die Stäbe gewickelt. Seltsam erscheint hier die Position des Käfigs oder die Größe des Käfigs. Ich würde mal sagen, bei 4x4 Metern ist es die Größe. Obwohl die Position natürlich auch komisch ist. Ernsthaft, was fangen die hier? Riesenhummer oder etwa Touristen? Dieser Gedanke entlockt dir ein Kichern. Eine Touristenfalle. Interessantes findest du hier nicht mehr. Nach kurzem Zögern spazierst du zurück zum Sandstrand. Okay, das Geschrei der Möwen wird immer mehr und mehr und übertönt den Techno-Beat, den du den frühen 90ern zuordnest. Einen Ton mehr brauchen manche Menschen nicht. Einen Ton in Endlosschleife. Der Besitzer der Strandbar hat sich große Mühe gegeben, die Defizite ins Mouths auszugleichen. Die Bar ist eine Konstruktion aus Brettern, einem ansehnlichen Barregal und einer exotischen Überdachung, die tatsächlich aus zusammengebundenen Palmen gebastelt wurde. Zugegeben, die Palmen sind nicht mehr grün, sondern so grau und ausgetrocknet, als habe ihnen ein Dämon die Lebenskraft ausgesaugt, aber immerhin kann man sich vorstellen, dass all das mal ganz nett ausgesehen haben muss. Die Bar wird von hölzernen Barhockern flankiert und ein paar Meter weiter Richtung Ozean wurden zwei Reihen von Liegestühlen errichtet, damit sich die Leute bereits in die Horizontalen bewegen können, wenn sie sich betrinken. Von weitem sah die Bar belebt aus, doch nun, als du angekommen bist, stellst du fest, dass die Party schon vorüber ist, wenn sie denn je stattgefunden hat. Ein Dutzend Menschen hängen hier rum, wie Zombies torkeln vereinzelte Surfer-Dudes durch die Gegend, ein leeres Cocktailglas in jeder Hand. Einige von ihnen schreien Partei und Wuhu. Ja, diese Art Mensch. Ein Typ mit langer Mähne und Sonnenbrille wippt den Kopf zum Techno-Beat und schlägt mit der flachen Hand auf die Bartheke. Von der Bedienung ist nichts zu sehen. Eine der Touristenfamilien, die dir vorher auf dem Weg hierher schon mal ins Auge gefallen war, hat sich auf den Klappstühlen ausgebreitet. Sie suchen eindeutig Distanz zur Partygesellschaft. Du siehst dich um. An der Bar Platz nehmen oder auf einem der Liegestühle ausbreiten. Wir nehmen an der Bar Platz. Einem Instinkt folgend nimmst du an der Theke Platz. Wenn man den Sandboxen mit Kotze ersetzen würde, wäre das fast hier wie deine Lieblingsbar in Boston. Oh, du bist zu Hause. Ein Hippie stochert mit dem Strohhalm in dem matschigen Fruchtüberresten seines Cocktailglases. Er nickt zu, als du Platz nimmst. Das scheint nicht sein erster Drink zu sein. Wo ist denn der Barkeeper? Er hört auf, im Fruchtmatsch zu stochern und schiebt sein Kopftuch zurecht. Kein Plan. Bis eben ging's ab. Dann ist Sieg vor einer knappen Stunde plötzlich abgehauen und wir sitzen auf dem Trockenen. Er seufzt. Es ist eine Art Seufzen, die Kriegsveteranen von sich geben. Eine gut laufende Bar am helllichten Nachmittag einfach verlassen. Eine Bar mit unbeaufsichtigtem Alkoholvorrat? Da stimmt doch was nicht. Auf seine Rückkehr warten oder auf einem der Liegestühle ausbreiten? Warten auf die Rückkehr. Die Zeit vergeht, dein Po wird langsam taub auf den unbequemen Barhocker, doch inzwischen bist du zu faul, dich zu bewegen. Endlich, yeah, wurde auch Zeit, jaulen einzelne Urlauber. Was ist da los? Ein gelangweilt aussehender Mann
schließt den Zugang zum Barbereich auf. Du fragst dich, wie alt er ist. Doch was ist wirklich. Doch das ist wirklich schwer zu sagen. Er trägt ein fleckiges grünes Hemd. Ein verschnörkeltes G ist auf der linken Brusttasche eingesteckt. Das muss Barmann Sieg sein. Und der sieht auch aus wie ein Fischmensch. Als die Rückkehr des Barmanns sich herumgesprochen hat, umschwärmen Urlauber die Strandbar wie Motten das Licht. Tut mir leid, hat etwas länger gedauert, mein Nebenjob am Hotel, sagt er gelangweilt und heftet sich ein kleines Schildchen ans Hemd mit der Aufschrift, es bedient sie Ezekiel. Dafür gibt es eine Runde Innsmouth Spezial aufs Haus. Fachmännisch stellt er eine Reihe hoher Longdrinkgläser auf und beginnt eine Ananas zu zerschneiden. Die Menschen brechen in Jubel aus. Go Sieg! Stimmt zwei junge Männer an und liegen sich dabei in den Arm. Es dauert eine Weile, bis der erste Ansturm vorbei ist. Du überlegst, was du Ezekiel fragen könntest. Läuft der Laden hier immer so gut? Innsmouth Spezial probieren, in Ruhe lassen. Ich frage ihn, ob der Laden immer so gut läuft. Der Andrang ist zwar überschaubar, aber stetig. Das Dutzend an Urlaubern vergnügt sich weiterhin mit seinen Drinks und es scheint auch niemand den Bereich um die Strandbar verlassen zu wollen. Nicht übel für die nördliche Ostküste im späten September. Läuft der Laden hier immer so gut, erkundigst du dich? Nee, ziemlich gut dieses Wochenende. Warte erst bis Mitternacht, dann geht die Party erst los, wenn du weißt, was ich meine. Er zwinkert dir zu. Du weißt natürlich, was er meint und zwinkerst zurück. Du sagst er nein, was passiert denn da? Blubbert es ahnungslos aus dir heraus. Er verdreht demonstrativ die Augen. Gut, landest du eben nicht auf der VIP-Liste, deren Verlust. Na, die eigentliche Party steigt, erklärt Ezekiel in einem herablassenden Ton. Direkt am Meer. Wer hip ist, sollte das mitnehmen. Ein flaues Gefühl breitet sich in deinem Magen aus. Willst du hip sein? Ja, oh Gott, ja. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Damit ist doch alles gesagt. Hilflos zuckst du mit den Schultern. Ezekiel tut es dir gleich. Diese Unterhaltung hat sich zwar nicht als sehr informativ bewiesen, dafür fühlst du dich dem Barmann jetzt ein wenig näher. 1-2 Millimeter. Du überlegst, was du Ezekiel fragen könntest. Und wir probieren mal seinen Drink, den Innsmouth Spezial. Was ist denn ein Innsmouth Spezial? Fragst du neugierig. Eine Geschlechtskrankheit? Das ist der beste Drink an der Küste, Babe, lallt einer der Techno-Jünger. In Betrachtung seiner Körperhaltung grenzt es an ein Wunder, dass er es geschafft hat, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren. Die anderen nicken nur bestätigend. Es weiß wohl niemand, welche Zutaten tatsächlich bei der Zubereitung verwendet werden. Okay, probieren wir einen Schluck oder lassen es lieber? Ich glaube... Wir lassen's. Du überlegst, was du Ezekiel fragen könntest und wir lassen ihn in Ruhe. Schweren Herzens lässt du dem Mann seiner Arbeit nachgehen. Im Zuge dieser Ermittlungen hast du schon genug Zeit an der Strandbar verbracht. Stellt sich die Frage, was jetzt? Die Seeluft macht dich schläfrig. Wie in Trance stapfst du in Richtung der Liegestühle. Es kann nie schaden, kurz die Wirbelsäule auszuruhen. So kannst du gestärkt deine Mission wieder aufnehmen oder was auch immer. Die meisten Stühle sind frei, alle bieten eine exzellente Sicht aufs Meer und den zunehmend wolkenverhangenen Horizont. Hier bleibt die Qual der Wahl. Natürlich begibst du dich in die Nähe der anderen Urlauber oder in Abgeschiedenheit und ich würde mal sagen, beginnst du mit den anderen Urlaubern. Wer weiß, vielleicht können wir irgendwelche Infos aufschnappen. Warum nicht? Vielleicht lernst du ja ihre Sprache, wenn du mehr Zeit in ihrer Nähe verbringst. Es ist eine der Familien, die du heute schon des Öfteren erspäht hast. Fröhliche, ständig futternde Eltern, sowie deren chronisch schlecht gelaunte Kinder. Mit ihrem lauten Gegacker und geschmacklosen Touristenoutfits ist das Quartett schwer zu übersehen. Mit Softdrinks haben sie es sich auf den zentralen Liegen gemütlich gemacht. Du räusperst dich leise, das internationale Zeichen für Hallo, ich möchte etwas sagen. Du überlegst, was du sie fragen könntest. Wissen sie, wozu die Käfige dienen? Ich suche dieses Mädchen gar nichts zur Hölle mit ihnen. Und ich würde mal sagen, wir sind wegen dem Mädchen da, wir fragen nach dem Mädchen.
Ich suche dieses Mädchen, setzt du an und zeigst ihnen das Foto von Tabitha. Die Eltern beugen sich vor und kneifen die Augen zusammen, um das kleine Gesicht besser erkennen zu können. Nee, nix, sagt der Vater und lehnt sich wieder zurück, um sich an seiner Safttüte zu widmen. Gar nix, fügt die Frau hinzu. Nix also. Dann würde ich mal sagen, fragen wir nochmal nach diesem monströsen 4x4 Meter Käfig. Das Gestell einsam im Wasser, mitten im Nirgendwo. Die Metallkonstruktion geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Wissen Sie, wozu diese Käfige dienen, fragst du die Eltern? Ach die Miene des Vaters hält sich auf. Wir haben eben schon Fotos mit denen gemacht. Ich glaube, die sind zum Klettern für Kinder. Die sind doch nicht für Kinder, mischt sich seine Frau ein. Damit fangen die Leute Hummer und Wale und sowas. Schwachsinn, murrt der Sohn, ohne aufzusehen. Mit einem schmalen Ast hackt er in den Sand. Vermutlich stellt er sich gerade vor, er steche jemanden. Die sind aus dem Mittelalter, da wurden Menschen reingesteckt, damit sie ertrinken. Ach, Kinder. Okay, wir überlegen, was wir sie noch fragen können, aber gar nichts. Zur Hölle mit ihnen. Wem machst du etwas vor? Dass du nicht asozial erscheinen willst, heißt nicht, dass du es nicht bist. Du machst es dir auf der Liege gemütlich. Das zusammenhanglose Geschnatter der Familie bleibt ein ständiges, statisches Rauschen im Hintergrund. Das ist gar nicht mal so übel. Die stets am Horizont lauernden dunklen Wolken machen dich zwar misstrauisch, im Moment aber könntest du glatt meinen, du seist im Urlaub. An einem Strand. Das bist du technisch gesehen zwar schon die ganze Zeit, da war jedoch dieses ungute Gefühl von Gefahr im Anflug. Eine Paranoia, die du nicht abschütteln konntest. Die Paranoia ist nun fort. Aber ist die Frage, ob das so gut ist, dass sie fort ist. Eine kühle Meeresbrise liebkost dein Gesicht, die nervtötenden Gespräche der anderen Urlauber scheinen zu verstummen. Du lauschst dem Chor der Wellen. Das regelmäßige Kommen und Gehen des Meeres hat eine meditative Wirkung auf dich. Dir fallen die Augen zu und das wollte ich nicht. Das wollte ich verhindern. Es ist kalt, regelrecht durchgefroren bist du nun, nachdem du dich doch eigentlich ganz bequem auf einem der Liegestühle ausgebreitet hattest. Du könntest schwören, im Halbschlaf einen Schemen wahrgenommen zu haben. Da war eine schattige Gestalt, die dich unter den Arm packen und wegtragen wollte und die du müde und entnervt weggescheucht hast, unter Androhung von grober Gewalt. War es ein Traum? Ein kühler Wind peitscht über dein Gesicht. Verdammt, dieser Fall bringt dich doch um. Du liegst da wie in einer Totenstarre. Deine Bemühungen, dich in eine kuschelige Embryonalhaltung zu begeben, werden mit einem stechenden Schmerz ins Gesäß bestraft. Es ist irgendein unglücklich platzierter Balken der Liege. Teuer kann die nicht gewesen sein. Verdammte Geizhälse, murmelst du schwach und stützt dich in eine aufrechte Position. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und alle anderen Urlauber sind verständlicherweise verschwunden. Vermutlich sitzen sie jetzt in einem warmen Hotel, anstatt sich wie du im Moment den Hintern abzufrieren. Das grüne Mondlicht erhellt den Strand und das Meer. Grün. Die Natur ist einfach faszinierend. Als du deinen verspannten Hals dehnst, bemerkst du weiter nördlich Lichter in der Ferne. Die Nacht ist angebrochen und mit jeder weiteren Minute scheint es kühler zu werden. Die Lichter scheinen sich zu bewegen und weiter weg aus der Stadt zu führen. Du überlegst, ob du dir das Spektakel näher anschauen sollst oder lieber das warme Hotel aufsuchst. Und ich will mal sagen, wir haben uns genug ausgeruht. Wir gehen zu den Lichtern. Was soll's? Der Tag ist ohnehin gelaufen, vielleicht gelingt dir ja wenigstens aufzuklären, was das für Lichter in der Ferne sind. Schweren Schrittes stapfst du über den Sand. Dann fällt dir auf, dass die Lichter tanzen. Sie stehen nicht still, sondern zucken hin und her. Moment mal, du bist am Strand, es ist Nacht. Hektische Lichter. Das ist zweifellos eine Rave-Party, eine UFO-Sekte, ein Sexkult. Naja, um Mitternacht sollte doch die Party steigen, also gehen wir von einer Rave-Party aus. Eine Rave-Party, das ergibt Sinn. Stellt sich nur die Frage, ob du diesen Techno-Fuzzis einen Besuch abstattest. Ja, für Rave warst du schon immer zu begeistern. Noch nie zu begeistern. Naja, es ist nicht meine Musik, aber ich will schon wissen, was das auf sich hat. Deswegen schon immer zu begeistern. Merkwürdige, unrhythmische Bewegung, bunte Leuchtstäbe. Du warst schon immer ein Fan von schnellen Bewegungen und Lichtern, so wie die meisten Katzen.
Insofern haben dich auch Rave-Partys seit jeher fasziniert. Eigenen Schrittes marschierst du weiter. Der Marsch hat ein Ende. Etwas unentschlossen stehst du auf einer Düne und lässt das Schauspiel auf dich wirken. Es sind 20, vielleicht 30 verkleidete Menschen, die sich hier am Strand nahe der Wellen versammelt haben. Leicht bekleidet, die Blöße nur mäßig bedeckt von Lumpen und Netzen. Vielleicht war es doch die Sexparty. Mit Leuchtstäben fuchteln sie in der Luft herum und legen dabei einen sinnlichen, scheinbar unkontrollierten Tanz hin. Die Masken, die die Leute tragen, kommt dir aus Film und Fernsehen bekannt vor. Entstellte Gesichter mit Glubschaugen und wütend verzogenen Mündern. Erinnert dich ein bisschen an Voodoo. Aber hier an der Küste von Neuengland? Du bist dir nicht ganz sicher, ob du nun doch Zeuge einer Rave-Party bist oder eines exotischen Fruchtbarkeitsrituals. Die Akustik lässt leider ein wenig zu wünschen übrig. Anstelle des klaren Techno-Beats, die die Ausstattung der Strandbar produzieren konnte, verlässt man sich hier auf Gesang. An der Nummer müssen die Leute aber noch feilen. Wir und ohne jedes Taktgefühl wiederholen die Menschen immer wieder denselben Refrain. Yeah, yeah, Cthulhu, Fitang. Okay, zuschauen, mitmachen, abhauen. Wir schauen zu. Auf dem kühlen Sand der Düne machst du es dir gemütlich. Eine gute Entscheidung. Die Aussicht auf die tanzende Horde ist perfekt. Ein wirres, absurdes Spektakel. Und exotisch. Eine solche Darbietung hättest du einem Kaff wie Innsmouth niemals zugetraut. Die Männer und Frauen recken ihre Körper in den unmöglichsten Winkeln. Singen ohne Unterlass ihr zugegeben etwas eintöniges Liedchen. Minutenlang drehen sie ihre Kreise auf dem mit glühender grüner Sprühfarbe markierten Schauplatz, reiben sich aneinander, die ganz Wilden unter den Akteuren schlecken sich sogar untereinander ab. Da musst du natürlich die Nase rümpfen oder mitmachen. Die Nase rümpfen. Eine solche Darbietung ist vermutlich das Highlight für diese Landmäuse. Sich mal so richtig gehen lassen, einmal im Jahr und die restlichen 364 Tage stocksteif verbringen. Das wäre nichts für mich. Mit diesem selbstzufriedenen Gedanken betrachtest du das Schauspiel weiter von deiner erhöhten Position aus. Das Programm scheint in den nächsten Akt überzugehen. Eine weitere Truppe Amateurschauspieler schließt sich der Tanzgruppe an. Sie kommen direkt aus dem Meer und tragen Kostüme, die eher zu Halloween passen als zu einer Rave-Party. Die grünschimmernden Kostüme sind schon seltsam und ergeben für dich nicht viel Sinn. Zweifellos bewegen die Männer sich auf den Stelzen, sie überragen die Tänzer um mindestens einen Kopf. Lange, viel zu lange Arme baumeln von vorgestreckten Schultern und enden in clownbewehrten Händen. Wie soll man denn damit tanzen? Von den Helmen mal abgesehen, deformierte Mäuler, eingefallene Nasen und Glubschaugen, sie erinnern dich an Aufnahmen aus Tiefseedokumentationen. Die kostümierten Leute werden herzlich begrüßt und mischen sich unter das Volk. Dann fangen sie an zu... Boah. Gut, diese Party ist definitiv ab 18. Eine mutige Wahl für ein Programm der Tourismusbranche. Du bedeckst deine Augen oder siehst weiter fasziniert zu. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die Augen bedecken, obwohl es natürlich pietätslos ist, wenn wir da hinschauen. Aber wir schauen hin. Was jetzt noch fehlt, sind Nachos oder Popcorn. Gebannt stützt du dich auf den Oberschenkeln ab und lehnst dich nach vorne. Ein Glück, dass du dem Treiben aus einer kleinen Entfernung zuschaust, denn für dieses Schauspiel müssen die Betreiber ganz sicher Eintritt verlangen. Was du hier siehst, findet man gewöhnlich nur auf dubiosen Webseiten. Erzählt man sich jedenfalls. Mittlerweile wälzen sich alle der hinzugestoßenen kostümierten Figuren mit den Tänzern im Sand. Niemand singt mehr, der monotone Refrain mit leisem Stöhnen gewichen. Du beginnst dich zu langweilen. Nach einem aufregenden Start hat die Orgie rasch an Reiz verloren. Du gibst der Aufführung maximal 5 von 10 Seesternen. Mittlerweile wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Und wir verlassen den Platz. Das war's für dich. Kompliment an die Laiendarsteller, die sich noch immer nackt miteinander räkeln. Und das bei diesen kühlen Temperaturen. Du kannst es kaum erwarten, in ein warmes Bettchen zu steigen. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Bilder bis dahin aus deinem Kopf verschwunden sind und dich nicht um den Schlaf bringen. Du klopfst dir den Sand von der Kleidung und trittst den Weg zum Hotel an. Ein grauer Schleier legt sich über die Stadt. Das Licht der Sonne wird regelrecht aufgesogen und mit ihrer jeglich verbliebene Wärme. Obwohl Innsmouth ein langweiliges Küstendorf ist und vermutlich keine Straßengangs hat, fällt dir ein Stein vom Herzen, dass du die Giebel des Gilman Hotels erkennst.
Schließlich hast du dich durch die letzten Straßen hindurch verfolgt gefühlt. Verfolgt von Schemen, die nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen sind, sobald du in eine Gasse einkehrst. Schemen, die noch immer da sind und in den Schatten auf dich lauern. Das spürst du genau. Schon bald bist du in Sicherheit. Die wachsende Paranoia, der ständige Blick über die Schulter. Bald kannst du das alles vergessen. Die einzige Bewegung, die heute noch nötig sein wird, ist der Griff zur Bourbonflasche. Der Parkplatz von dem Hotel ist mittlerweile komplett leer. Sind etwa alle Besucher abgereist? Hat Innsmouth überhaupt so etwas wie eine Touristenhauptsaison? Die Eingangspforte wurde zum Glück nicht abgeschlossen. Überhaupt scheint alles exakt so zu sein wie heute Nachmittag, als du das Hotel verlassen hast. Keine Menschenseele. Die Kronleuchter erhellen deinen Weg ins Foyer und die knarzenden Dielen begrüßen dich. Als du das Foyer betrittst, willst du deinen Augen kaum trauen. Am Empfang wartet niemand anderes als Cornelius Gilman III. In der exakt selben Pose, in der du ihn verlassen hast. Oh Mann. Reglos steht er am Tresen. Wir begrüßen ihn. Den vermutlich einzigen Menschen im Gebäude kannst du nicht einfach komplett ignorieren. Gemütlich schlenderst du zum Tresen und nix Cornelius zu. Wie schön, Sie zu sehen. Ich hoffe, Ihr Aufenthalt in Innsmouth war angenehm. Er lächelt. Okay, wir können ihm zustimmen. Angenehm, ich hasse dieses Drecksloch. Müssen Sie eigentlich nie aufs Klo? Wir stimmen ihm zu. Ja, ja, ganz toll, entgegnest du automatisch. So wie du es immer machst, wenn dir ein Kind eine besonders hässliche Zeichnung präsentiert. Fantastisch, das hoffe ich. Sie haben einen angenehmen und festen Schlaf. Du nickst erneut. Höflich ist er ja. Für eine Weile stehst du noch da und lächelst den Concierge unsicher an. Wenn das hier ein unheimlicher Lächelwettstreit ist, hat er gewonnen. Nicht, dass das jemals zur Debatte stand. Du schreitest die Treppen hinauf zu deiner Etage, schlenderst den langen Korridor entlang, bis du zur Gabelung mit dem trügerischen Spiegel gelangst. Kurz wirfst du einen Blick auf deine Erscheinung. Du siehst einfach hinreißend aus, ganz schön abgekämpft aus. Ja, wir haben ja vorhin einmal so an uns gefühlt und da war das ja eher so grau und hager. Wir sehen abgekämpft aus. Vermutlich so wie jeder, der Urlaub in einer Stadt wie Innsmouth macht. Kommt es dir nur so vor oder sind deine Augen heute irgendwie aufgequollen? Ein Grund mehr, dein Zimmer aufzusuchen. Du wagst dich tiefer in das bizarr verrätselte Labyrinth dieses Stockwerks vor. Nachdem du dich bloß ein einziges Mal verlaufen hast, stehst du auch schon vor deinem Zimmer. Leise schließt du die Tür auf und trittst ein. Na sowas. Es ist kaum nötig, das Licht einzuschalten. Du trittst an eines der Fenster und blickst hinaus zum Sternenhimmel. Ein riesiger, merkwürdig grün leuchtender Mond erhellt dein Zimmer wie ein Scheinwerfer. Die ganze Einrichtung scheint unter einem unwirklichen Schleier zu liegen. Leider hat das Gebäude keine Jalousien, um dich ein wenig abzuschirmen. Aber da sind doch Vorhänge, nimm doch die. Na großartig, aufs Bett fallen lassen, im Bad frisch machen. Ja, wir machen uns im Bad frisch. Ein frischer Duft unter den Achseln unterscheidet den Menschen vom Affen. Du betrittst das Badezimmer, dessen Deckenlampe wohl noch nie ausgetauscht wurde. Unter flackerndem Licht putzt du dir die Zähne. Und wir schauen genauer in den Spiegel. Du legst die Zahnbürste beiseite. Deine Hände schließen sich um den Rand des Waschbeckens. Langsam lehnst du dich dem Spiegel entgegen. Das flackernde, grelle Licht der Deckenlampe ist nicht gerade vorteilhaft. Hattest du schon immer diese runden Glubschaugen? War deine Nase schon immer so eingefallen? Diese wulstigen Falten an deinem Kiefer und Hals. Dagegen solltest du etwas unternehmen. Vielleicht eine professionelle Hautstraffung oder so. Wie bei Hollywood-Stars jenseits des 25. Lebensjahres. Dein eigener Anblick verursacht die Gänsehaut. Und wir schauen natürlich näher hin, weil ich glaube, wir verwandeln uns auch in so einen Fischmenschen. Plötzlich überkommt dich eine morbide Faszination mit deinem eigenen ganz offensichtlichen körperlichen Verfall. Die Person, die dich aus dem Spiegel anstarrt, scheint gar nicht mehr du zu sein, sondern eher eine Karikatur deiner selbst. Dein Anblick erinnert dich an den Wolf aus alten Cartoons, der riesige Augen macht, wenn er eine leicht bekleidete Dame sieht. Nur ist das hier eben das echte Leben. Deine Finger gleiten über deine unebenen Wangen. Du löst den Blick von deinem Spiegelbild und siehst auf deine Hände. Deine Finger fühlen sich ganz starr und unbeweglich an, so wie Schaufeln.
Du könntest wirklich ein paar Stunden Schlaf vertragen. Jetzt, da du dich endlich bettfertig fühlst, ist dein Körper mit einmal schwer wie Blei. Du stehst mitten im Zimmer. Die stickige warme Luft benebelt dich und macht dich angenehm müde. Du fühlst dich sicher hier. Draußen laufen inzestgeplagte Irre auf den Straßen rum, aber du bist vor ihnen sicher. Wie ein nasser Sack lässt du dich aufs Bett fallen. Der Übergang in deinen Traum ist fließend. Gerade schließt du die Augen, schon bist du woanders und hast plötzlich ganz andere Sorgen. Du rennst durch verwinkelte Gassen, ein trostloses, graues Labyrinth. Das heitere Lachen eines kleinen Kindes ist zu hören. Wenn du sie doch nur einholen könntest, dann könntest du sie retten und sie nach Hause bringen. Du sprintest den Weg entlang und biegst um eine Ecke, dann um die nächste. Die Gasse erstreckt sich weiter vor dir, doch nirgends ist ein Mensch zu sehen. Was war das? War das dort hinten ein Schatten am Ende der Straße? Diese Silhouette einer verzerrten Gestalt? Langsam wird dir bewusst, dass dir jemand folgt. Wir sehen über die Schulter. Du wirfst einen hastigen Blick über die Schulter, da siehst du es aus dem Augenwinkel. Schemen. Anders kannst du es nicht in Worte fassen. Glitschige, ölige Haut, aufgequollene Eiterbeulen, Tentakel. Und nichts davon bleibt an seinem Platz. Alles ist in ständiger Bewegung. Der Körper verformt sich. Haut reißt auf und schließt sich mit einem schmatzenden Geräusch. Für einen kurzen Moment hast du das Ding erblickt, das dir lautlos folgt. Du weißt genau, dass du schon viel zu viel gesehen hast. Ein flüchtiger Blick war bereits genug. Niemand, kein Mensch könnte direkt in das Antlitz des Wesens blicken, ohne den Verstand zu verlieren. Es ist direkt hinter dir. Die Gestalt, die du in der Ferne siehst, verschwindet bereits um die nächste Ecke. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Die Gassen winden sich in unmöglichen Verästelungen durch die Stadt. Nichts daran ergibt Sinn. Nichts davon hat noch annähernd mit wirklicher Stadtplanung zu tun. Es fühlt sich an, als rennst du freiwillig in den Rachen eines Monsters. Und ganz plötzlich ist der Weg so eng, dass du die Gasse nur durchqueren kannst, indem du dich seitlich hindurchschiebst. Was auch hinter dir her ist, es kommt näher. Viel Zeit bleibt dir nicht. Hindurch weiter, es muss einen anderen Weg geben, stell dich der Gestalt. Ich würde mal sagen, hindurch weiter. Es ist exakt so viel Raum zwischen den Häuserwänden, dass du hindurchpasst. Die Mauer schabt und schleift an deiner Kleidung. Deine Hände fangen an zu brennen. Immer wieder schürfst du sie an der überraschend scharfen Kanten der rauen Ziegel auf. Vorsichtig, doch ohne Zeit zu verlieren, durchquerst du die Gasse. Fast erscheint es dir, als sei die Mauer so erbaut worden, dass nur dein Körper hindurchpasst. Eine Schablone und du bist die Form. Immer weiter. Zuvor war der Weg bloß düster und schlecht beleuchtet und du konntest nicht mehr als ein paar Meter weit sehen. Jetzt aber scheint es, als sei tiefste Nacht herangebrochen. Deine Fingerkuppen gleiten weiterhin über die raue Wand. Meter für Meter arbeitest du dich voran. Etwas stimmt hier nicht. Die Gasse, die du durchqueren wolltest, ist keine Gasse mehr. Die Wand schmiegt sich an deinen Körper. Jeder Zentimeter drückt sich nahtlos an deine Kleidung und dein Körper ganz so, als habe dieser Pfad dein ganzes Leben darauf gewartet, dass du ihn betrittst. Obwohl du dich nicht mehr frei bewegen kannst, scheinst du weiterzugehen. Träumst du noch? Du gehst immer weiter. Mittlerweile hast du vergessen, warum du losgegangen bist oder warum du überhaupt hier bist. Gemeißelter Stein schmiegt sich an deine Kleidung und deine Haut. Du fühlst dich behütet und in Sicherheit gewogen. Es war schon immer dein Schicksal, hier zu sein. Endstation, endlich. Du wachst nie wieder auf. Und da war's vorbei. Wir hatten einen Albtraum. Wir sterben im Schlaf. Und haben süße Träume. Okay, meine Freunde. Das war unser Durchgang. Mission nicht geschafft. Wir haben das Mädchen nicht gefunden. Ob wir das Mädchen finden können, ist natürlich die Frage. Wo hättet ihr euch anders entschieden? Was hättet ihr anders gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin jetzt baff, dass ich im Schlaf gestorben bin. Aber ich hatte die ganze Zeit schon über Angst einzuschlafen. Es war mir nicht geheuer. Schon am Anfang nicht. Aber gut. Learning by doing. Es gibt 27 verschiedene Enden. Ich empfehle euch, das Spiel vielleicht einfach selber mal zu spielen. Eigene Entscheidung zu treffen. Ich habe es wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Let's Play wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.